Assalamu alaikum, liebe Geschwister. Ich hinterlasse ein Wissen, weil ich heute sehe, dass es heutzutage viel Unwissenheit gibt. Und die Unwissenheit wird sich noch mehr vermehren. Daher warne ich euch vor vielen Sekten heutzutage, die sich zum Islam bekennen, doch keine Muslime sind. Daher fange ich an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratul mustaqim. Siratul ladhina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim. Waladdallin. آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمين. Lernt dies auswendig, was ich an Wissen hinterlassen habe. Und nichts aus dem Internet sich Wissen aneignen. Und wer sich die Glaubenslehre nicht angeeignet hat, begibt sich in großer Gefahr. Denn die Unwissenheit hat sich vermehrt. Es gibt viele Sekten heutzutage, die sich zum Islam bekennen, doch keine Muslime sind. Denn sie haben falsche Glaubensweisen und ziehen die Leute zur Hölle. Sie schalten ihren Verstand nicht ein und wollen die Wahrheit nicht wissen, dass Gott ohne Ort existiert. Denn er, Allah, hat den Ort erschaffen. Gott braucht den Ort nicht. Nichts außer Gott existierte in der Anfangslosigkeit. Und nachdem er, Allah, den Ort, die Zeit, all die Geschöpfe erschaffen hat, existiert er, Allah, weiterhin unverändert ohne den Ort. Die großen anerkannten islamischen Gelehrten sagten, wovon die Bedeutung ist, wer Gott mit einer Eigenschaft der Geschöpfe beschreibt, ist kein Muslim. Und wenn diese Person in diesem Zustand verweilt, ist die unendliche Bestrafung in der Hölle bestimmt. Achte, wie man seine Zunge benutzt, wie sich jemand verhält. Beobachtet die Gottesfürchtigen, laufen bescheiden, den Blick meist gesenkt, reden wenig, und wenn du ihr Gesicht erblickst und sie lächeln, spürst du eine Wärme. Die sind es, die die Wahrheit erkannt haben, die Muslime. Ich hinterlasse das unverfälschte Wissen. Ihr seid meine Erben. Dieses Wissen führt ins Paradies, wo die unendliche Belohnung ist. Ich habe so gut wie es geht dies präzise erklärt, die Glaubenslehre. Doch sucht einen Gelehrten trotzdem auf, denn man lernt nicht alleine von Büchern lesen, sondern von vertrauenswürdigen Lehrern. Geht in die große Ormal-Moschee nach Berlin und rettet euch. Das ist der Anfang. Die Unwissenheit wird sich noch mehr vermehren. Bis die Gelehrten ganz aussterben, lernt die Glaubenslehre plus die Abtrünnigkeit, dass dies in euren Herzen festigt. Denn dies ist das beste Wissen im Islam. Diese edle Religion zu schützen und andere dies weiter zu lehren, dass Gott nichts und niemandem ähnelt. Nehmt euch in Acht von denjenigen, die Gott einen Ort zuschreiben und als Sitzen auf den Thron beschreiben. Möge Gott uns vor solch einem Unglauben bewahren. Der Thron ist das größte Geschöpf, was Gott erschaffen hat. Gott ist allmächtig. Er bewahrt ihn, den Thron, dass dieses nicht herabstürzt. Würde dieses stürzen, würde dies alles vernichten. Gott ist erhaben über den Thron, das heißt, er braucht ihn nicht. Doch einige machen aus dem ein dem und dies hat dann eine ganz andere Bedeutung. Und dieses würde bedeuten, und dieses Unglaube, dass Gott einen Ort hätte über dem Thron, möge Gott uns bewahren von diesem Unglauben. Gott ist erhaben über die Eigenschaften der Geschöpfe und dies bestätigt auch die Vernunft. Doch
Allah lässt nicht jeden den Verstand benutzen. So wie auch in der arabischen Sprache es mehrdeutige Wörter gibt, so auch im Deutschen, die unmöglich auf Gott zutreffen oder passen. Beispiele sind, wenn ich sage, ich werfe ein Auge auf dich, damit ist nicht das Auge gemeint, sondern Schutz, Schützen, Bewahren. Ich schütze dich vor dieser oder jener Person oder ich werfe ein Auge auf die eine Sache, wie beispielsweise, ich passe auf dein Geld auf. Beziehungsweise den Thron bewahren, dass dies nicht herabstürzt. Es gibt weiteres im Deutschen, wenn ich sage, es liegt nicht in meiner Hand, damit ist nicht die Hand gemeint, sondern Macht. Es liegt nicht in meiner Macht. Und es gibt im Arabischen ein Sprichwort, was man zu denjenigen sagt, der geizig ist, wie zum Beispiel seine Hände sind gefesselt. Jemand, der geben ist, sagt man, seine Hände sind offen. Und das sagt man auch zu denjenigen, der keine Arme hat. Großzügig gebend. Und Gott sagt im Heiligen Koran, Laysa kamithlihi shay. Die Bedeutung lautet, Gott ähnelt nichts und niemandem. Das ist die eindeutigste Ayah aus der Sura Ashura Ayah 11. Und bestätigt die Erhabenheit Gottes über alle Unvollkommenheiten. Und wie könnte es sein, dass in einer anderen Ayah Gott Hände hätte? Dieses würde diese eindeutige Ayah widersprechen. Und dies ist unmöglich, sonst wäre dies kein himmlisches Buch, das eine andere widerspricht. Der Koran ist auf hocharabischer Sprache herabgesandt worden. Und die Araber in der frühen Zeit waren sehr stark in der arabischen Sprache. Und keiner der Gelehrten hat darunter verstanden, dass Allah Hände hätte. Wie gesagt, dies würde diese widersprechen. Sie haben es so verstanden, wie es zu verstehen gilt. Daher seid gewarnt von denjenigen, die jede Ayah aus dem edlen Koran wortwörtlich nehmen. Es gibt 1,5 Milliarden Muslime auf dieser Welt, die sagen, Gott existiert ohne Ort. Und die Terroristen, Extremisten, die Gott mit Organen, Glieder, Hände, Füße, Schienbein zuschreiben, möge Allah uns vor diesen perversen Unglauben bewahren. Diese sind ein Grüppchen. Dieses Grüppchen um die 3 bis 5 Millionen. Diese sind Terroristen, Extremisten. Was viele im Fernsehen sehen, die Kriege, die geschehen in Libanon, Syrien und so weiter. Diese sind es, die die Muslime und die Gräber der Aulia Heilige zerbomben und abschlachten. Seit dem 11. September 2001, der Anschlag auf das World Trade Center in New York City. Diese sind es, seit diesem Tag haben die Leute Angst vor dem Islam. Diese jedoch sind keine Muslime. Denn sie beschreiben Gott mit Körperteilen wie ein Mensch. Möge Gott uns bewahren vor diesem Unglauben. Diese stiften Unheil unter den Muslimen und erlauben es jeden zu töten, deren Aufruf nicht folgt, ihre Irreleitung zur Hölle. Ich warne euch vor ihnen. Gibt man ihnen einen Ratschlag, hören sie nicht, denn sie sind hartnäckig, stur, arrogant, frech und aggressiv. Gibt man ihnen Beweis auf den edlen Koran, akzeptieren sie nicht, denn sie haben eine Gehirnwäsche bekommen. Warnt andere und bringt euren Kindern und deren Nachkommen den richtigen Glauben bei, dass man Gott sich überhaupt nicht vorstellen kann. Dies ist der Weg der Rettung. Diese Extremisten verbreiten ihre Leitung und verkaufen ihre Religion, was nichts mit dem Islam zu tun hat, für Ansehen, YouTube-Klicks und Geld. Und die meisten Muslime schweigen bei dieser Sache und sagen, wir wollen die Muslime nicht spalten, sondern wir sollten sie lieber zusammenführen. Diese Aussage zu behaupten zu denjenigen, die Gott mit Körperteilen beschreiben, die keine Muslime sind, diese Aussage kommt von Unwissenden.
Wie führt man die Muslime zusammen? Zusammen zu arbeiten, das Gute gebieten und das Schlechte verwerfen. Und ihnen den Ratschlag zu geben, den Unglauben zu verlassen und in den Islam einzutreten. Akzeptieren sie nicht, dann warnt man vor ihnen. Das ist der Aufruf des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir bekämpfen sie mit der Wissenschaft. Dies ist unsere Waffe, mit Weisheit und Intelligenz, dem guten Charakter und Bescheidenheit. Wir müssen das gute Gebiet und die richtige Glaubenslehre unter die Allgemeinheit der Menschen zurückbringen, dass Gott auf keine Weise dem Menschen ähnelt. Es gibt noch viele andere Gruppierungen. Manche denken, Gott sei das Blaue am Himmel. Einige behaupten, Gott würde sich in der Kaaba befinden. Und einige aussagen, dass Gott wie ein Engel sei, der im Himmel ist oder schwebt. Möge Allah uns bewahren. Dies kommt von der Unwissenheit. Denn sie lernen nicht. Wie auch. Wenn einige nicht mal wissen, dass es ein Pflichtwissen gibt. Der Verein für wohltätige Projekte lehrt den Menschen die richtige Glaubenslehre, den richtigen Umgang mit den Menschen, sei es Muslim oder nicht Muslim. Und ist weit entfernt von Extremismus, Gewalt und Terrorismus. Der Gesandte Gottes, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sagte, wovon die sinngemäße Bedeutung lautet: Haltet euch an die Gemeinschaft und spaltet euch nicht ab. Und dies ist Ahlus Sunnah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.